Am Samstag, dem 12. Januar, fand ein neues Empfang der großen Kreisstadt Bonner im Bürgerhaus Goldener Stern statt. Im gut gefüllten großen Saal waren neben Vertretern der Bonner Vereine und der Wirtschaft auch Repräsentanten der umliegenden Städte und Gemeinden sowie Landrat Henrik Reichen und die sächsische Staatsministerin für Soziales und gesellschaftlichen Zusammenhalt Petra Köpping anwesend. Neben dem Rückblick des Jahres 2023 und einen Ausblick auf das Jahr 2024 von Oberbürgermeister Oliver Urban standen mehrere Gratulationen und Auszeichnungen auf dem Programm. So wurden der neue Wirtschaftsförderer Nicola Fehr sowie der Museumsleiter Thomas Milchus offiziell in der Verwaltung begrüßt. Für ihr Engagement im Brandschutz wurden Ingolf Zech, Katrin Wehrmann und Steffen Reichel gewürdigt. Rainer Tetz wurde das Feuerwehr-Ehrenzeichen als Steckkreuz in Silber verliehen. Dieses wurde ihm vom stellvertretenden Kreisbrandmeister und Stadtwehrleiter Kai Nöske überreicht. Kulturell umrahmt wurde die Veranstaltung durch den neu gegründeten Männerchor Burna. Die Auswahl der Lieder von Kein schöner Land bis zu Sag mir, wo die Blumen sind, erzeugten ein Aufhorchen sowie ein Gänsehautfeeling beim Publikum. Anschließend wurde die Gelegenheit von den Anwesenden genutzt, um Neuigkeiten auszutauschen sowie Kontakte zu knüpfen bzw. zu pflegen.